Einen wunderschönen guten Tag, Gideon, und willkommen zurück zu God of War Ragnarök beim Weltenfunken. Also, hier ist er. Der Weltenfunken. Das ist wunderschön. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denkt er, dass wir Suther suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Plötzlich wurde God of War zu Mass Effect. Er ist wunderschön einfach. Gesundheit haben wir schon voll. Ja gut, hier wird doch eh kein großartiger Gegner sein, oder? Warte mal. Ey, ist so schön. Kann man sich hier noch mehr umschauen? Ah, Rage. Könnte man gebrauchen. Ganz kurz. Ah, okay, schade. Da ist eine Sidequest. Alles gut. Ah, schmelztiegel Herausforderung. Okay, okay. Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben heißt manchmal, den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Suther, reicht es dich, mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Komm her. Wie lange das dauert. Valkyren! Odin muss sie geschickt haben. Achtung! Angriff!
könnten wirklich Hilfe gebrauchen. Eine neue Sturmflamme. Hier drüben. Ragnarök. Hilfst du uns, Asgard anzugreifen? Ich erwarte den Ruf. Toll. Hast du gehört? Wir müssen ihn bloß mit dem Gjallarhorn rufen, wenn wir bereit sind. Gehen wir zurück nach Muspelheim. Und dann durch das mystische Tor. Krass. Es hat geklappt. Ich kann's nicht glauben. Wir haben Ragnarök auf unserer Seite. Sutters Plan. Hat funktioniert. Ich meine, die Valkyren waren ein kleiner Rückschlag. Aber Odin ist jetzt bestimmt beunruhigt. Er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Ja, es ist halt natürlich die Frage, ob Odin da wirklich so viel Sorge hat. Hoffen wir es mal. So, wir haben noch ordentlich was zu leveln. Ja, die Waffe können wir gleich nochmal verbessern, den Speer.
Und dann haben wir da auch neue Fähigkeiten. Aber können wir nicht... drüber nach. Wir werden in Asgard auftauchen und Ragnarök wird kommen und alles zerstören. Odin wird keine Chance haben. Wir werden gewinnen. Groa hatte recht. Groa sah jedoch nicht voraus, was wir im Gegenzug opfern würden. Vielleicht konnte sie nur die großen Dinge sehen. Das wird doch funktionieren, oder? Es muss. Ja. Ich kann mir gerade nicht glauben, dass wir einfach nur Backtracking jetzt haben. Das muss doch, da muss doch irgendwas passieren. Wird stärker. Hey, da die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Hat mehr von Odins Truppen. Die wollen die Arbeit seiner Walküren beenden. Alter! Du? Schon wieder? Oika! Blitz, Achtung! Da kommt noch mehr. Müssen wir verschwinden. Uiuiui. Wo ist der Rabe? Nice. Sehr schön. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nie so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja, und die Kreatur ist kein Garant für unseren Sieg. Stimmt. So weitergeht, wird hier alles zusammenbrechen. Nice. Die Einherjar werden ihre Angriffe nicht so bald einstellen. Wir müssen zurück. Komme ich hier eventuell jetzt leichter ran? Nee, hat sich nichts geändert.
Auf geht's. Machen wir weiter. Du bist ruhig. Ich meine, du bist immer ruhig, aber zwar ist es anders. Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Tatjeske! Ich hab Besseres zu tun! Noch ein Engelian! Mann, gib einfach nicht auf! Ragnarök ist hier! Sie wissen, was das für Asgard bedeutet! Ja, erwischt! Rechte Seite, Achtung! Was piept es an dir? Sei vorsichtig! Zum Tor geht's durch den Riss in den Felsen, wenn du bereit bist. Okay, wir haben genug Gesundheit. Auf geht's. Vater, ich weiß, dass wir das Richtige tun. Ragnarök muss geschehen. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Und er wird immer höher. Er wird es wert sein. Ey, ich lass mich überraschen, ne? Ich habe keine Ahnung, ob sich das wirklich lohnt. Und ja, meine Nützlichkeit für einen gewissen Vanir-Trottel ist zu Ende. Ragnarök erwartet uns. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Das könnte unsere letzte Chance sein, Vater. Willst du irgendwas zu Ende bringen? Nope. Auf nach Asgard. Tja, das ist es. Der Anfang vom Ende. Das Ende für Odin. Und danach ein Neuanfang für den Rest von uns. Atreus. Ich weiß. Ich freue mich nur, dass sich alle Reiche endlich gegen ihn wehren. Alben und Zwerge und Hel selbst. Du bist so sicher, dass sie sich vereinen. Sie müssen. Nach allem, was sie durchgemacht haben, müssen sie. Oder? Man weiß es nicht. Willst du in Midgard was machen? Also, solange wir noch können? Nur noch eines. Freya und die anderen bereiten noch den Angriff vor. Es bleibt also noch Zeit. Ist ein besonderer Abend. Panzerhandschuhe. Schütze den Frieden. Sieht aus, als wäre das für einen Riesen gemacht. Gut erkannt. Tyrs Armschienen wurden von den besten Handwerkern Jötunheims gefertigt. Die Jötnar glaubten wie Tyr, dass die beste Angriffsstrategie eine gute Verteidigung ist. Deshalb ehrten sie ihn auf diese Weise. Die Riesen hatten nicht Unrecht. Oh wow, sieht nützlich aus. Okay, warte.
nicht unbedingt. Oder? Haben wir da noch was anderes? Wait. Das ist es, glaube ich, oder? Angriffs- und Beendigungskosten von Spartas Rage sind stark reduziert, doch auch die Heilung ist während des Zorns reduziert, ja. Oh. Nur die beste Qualität. Oha, Frostflamme. Let's go. Zeit, ein paar Köpfe zu spalten. Na, auf geht's, oder? Chaos klingt vielleicht erst. Versteinerte Knochen. Nochmal. Das nenne ich mal aggressive Messer. Ah, ich habe kaum noch Hacksilber. Sturmflamme. Dagegen sieht Odins Speer wie ein Zahnstocher aus. So, was haben wir hier alles? Zwergenstahl, Steinholz, zerbrochene Runen. Kann ich gebrauchen. Normalerweise kaufe ich keine Sachen von Kunden, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Kann ich wahrscheinlich einschmelzen. Let's go. Ja. Oh, du willst jetzt schon gehen? Hast du Zeit zum Reden? Hast du Sindri gesehen? Ja, er fühlt sich gerade nicht so gut. Aber wer tut das schon? Tut mir leid, Lunda. Ich weiß, du und Brock... Sag mir nur, dass du dir Odin schnappst! Sag mir, dass dieser Bastard nicht damit durchkommt! Was es auch kostet. Wird er nicht. Ganz genau. Und wenn du ihn dabei zufällig durchlöcherst und ein Sieb aus ihm machst, dann wäre ich dir durchaus sehr dankbar. Okay, gehen wir nochmal kurz in die Fähigkeiten. Oh, Chaosklingen haben wir noch was. Flammenpeitschenhieb kann durch Drücken von 3 kurz nach einem beliebigen Chaosklingenangriff aufgeladen werden. Es ist dann sofort aufgeladen, das ist natürlich cool. So, let's go. Geht ab. Auf geht's. Noch ein Berserker-Grabstein. Okay, komm. Wenn wir das schon unterwegs sehen. Testen wir unsere Waffen mal aus. Regt nie die Eiferin! Für König Rolf! Räucher! Keine Wunder wohl nicht. Beeile! Flagge! Führe mich, mein König! Skullbone! Du weißt schon, dass du einen Schild hast? Habe ich doch gerade genutzt zum Parieren. Autsch. Führe mich, mein König! Abschau! Das Feuer! Mein König!
Alter, ich konnte nicht ausweichen, oder? Ich habe keinen Auferstehungsstein. Ah, egal, die kriegen wir auch so platt. Let's go. Dann holen wir uns Auferstehungsstein und gehen weiter. Reck nie die Eiferin! Ihr König, du weißt schon, dass du einen Schild hast? Ach, das ist der Dings, der da spricht, das Eichhörnchen. Bist du in Ordnung, Sato? Jetzt will ich es aber auch wissen, ey. Mann. Also jetzt will ich auch ohne Dings nochmal gewinnen. Auf geht's, komm. Ohne Auferstehungsstein. Weg nie die Eiferin! Ihr König rollt! Juhu, ich darf noch mehr Zeit verschwenden. Alle werden fallen! Führe mich, mein König! Alter.
Na gut. Vielleicht holen wir uns doch lieber einen Auferstehungsstein. Auf geht's. Wir holen uns den Auferstehungsstein, gehen dann zurück und ich wette, dass wir ihn jetzt nicht brauchen, aber dann haben wir ihn schon. Passt schon. Was darf sein? Sei mir gegrüßt. Lunda? Wenn du Nachschub brauchst, weißt du, wo du mich findest. Besser haben als brauchen. Let's go. Warum habe ich hier Halt gemacht eigentlich? Ich hätte auch einfach weitergehen können, oder? Weg nie die Eiferin! Für König Rolf! Verweihe! Spüre deinen Zorn! Pfeile bringt er wohl nicht. Tatuske! Plage! Führe mich, mein König! Ja. Führe mich, mein König! Verweihe! Alle werden fallen! Den habe ich bis hierher gespürt. Hey! Schenke meinen Verweihe! Ouch. Autsch. Nein! Okay, ich brauche ihn sogar. Alter.
Nein! Alter. Oh Mann, bitter. Wisst ihr was, ganz kurz? Wir müssen bei Fähigkeiten, nee, Rüstung. Waffen? Waffen, ja, Waffen. Wir müssen Zorn nehmen. Auf geht's. Weg nie die Eiferin! Ihr König, rollt! Euch! Alle werden fallen! Sümerlich, mein König! Ausweichen? Krass. So, da sind unsere Wölfe. Heide, wird's gar. So, klingt, als wäre es in Muspelheim gut gelaufen. Ich meine, wahrscheinlich. Sutter wollte Shinmara nicht mit hineinziehen. Statt die beiden also zusammen zu Ragnarök-Bestie werden zu lassen, fanden wir eine Lösung ohne sie. Naja, hoffentlich taucht er bei Ragnarök auf, um sein Schwert in Asgards Herz zu stoßen. Und wo genau ist das? Das weiß nur Sutter. Wohl eine Skulptur aus den südlichen Ländern. Mhm. Bruder, diese Orakel in deinem Land. Würdest du sagen, sie haben die Ereignisse manipuliert? Hatten sie einen Plan? Zweifellos standen ihre eigenen Interessen an erster Stelle. Aber strebe nach Frieden. Sei bereit für den Krieg. Saman hat Waffen und braucht sie nicht. Als andersherum, schätze ich. Tyr wollte mit seiner Bewaffnung niemanden einschalten, sondern hatte sie für den Fall parat, dass er keine war. Ganz kurz, wo muss ich hin? Beeindruckende Waffe, nicht wahr? Ziemlich groß. Müssen wir nicht hier hin?
Da, wo wir zu Sindri gegangen sind auch. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel mich gerade so ein bisschen aufs Korn nimmt. Kommen wir da hoch? Ich wäre der beste Speedrunner der Welt. Hä, wo komme ich weiter? Dafür entdecken wir ein bisschen was. Ein schönes Messer. Leider verrostet. Hier waren wir doch letztens irgendwo beim Aufzug, oder? Täusche ich mich grad. Du wirst besser. Schneller. Hm. Vielleicht werde ich mal besser als du, ne? Wenn nicht, habe ich versagt. Oh. Krass. Kratos, lässt sich da ein Lob aus den Rippen leiern. Wie cool ist das denn? Ja, also... ich bin gerade komplett verwirrt. Also... ich meine, dass wir irgendwo hier waren und einen Aufzug betätigen konnten, als wir zu Sindri wollten. Oh! Wieder zum Rabenbaum gehen. Da hinten ist sicher so ein Versteck von Jägern. Wie gesagt, für mich ist jetzt vor allem die Story wichtig. Ist das ein Frosttroll? Der freut sich nicht über uns. Die Story ist für mich wichtig. So, die Wölfe laufen mir nach. Ich weiß, ich hätte auch die Wölfe nehmen können hier, aber ich wollte einfach gucken, wo es weitergeht. Ja, Atreus auch Wegfindungsprobleme? Ich denke, seitdem was dort passiert, dass ständig über eure Worte nach. Dass es Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Ich weiß, ihr wolltet mich nur trösten. Ah, wow. Aber wie können wir glauben, das Schicksal selbst in der Hand zu haben, und wenn das Schlimmste passiert, sagen wir hätten nichts tun können? Sie glauben, das Leben sei leichter, wenn man sein Schicksal akzeptiert. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Let's go. Wow, die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildiswini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Tja, was wäre Ragnarök ohne Ragnarök? Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Walküren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus der Luft. Und mit Hels Armee als Vorhut. Was ist mit Sindri? Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Und ich glaube, wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt frei machen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Sigrun... schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh, ja, ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut, meine Königin. Die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos, Atreus, Mimir, bitte entschuldigt mich. Oh,
Dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins, ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion, eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Anrechte, Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Da wären wir. Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Eins? Ein junger Krieger braucht seinen Raum, oder? Ja. Wow. Danke. Schlaf noch einmal darüber. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Ja, Leute. Wir legen uns schlafen. Beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten bei God of War Ragnarök. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn du so ist, das geht aber doch oben. Arme raus, haben wir nächstes Mal dabei sein. Dann geht's los. Bis demnächst. Hildi.